Alrighty, right, und damit herzlich willkommen zu 15. Folge von Red Dead Redemption 2, dem großen Let's Play hier auf diesem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ihr seht, es ist Abend geworden im Camp. Naja, manchmal ist es so, manchmal ist es so. Seit zwei Folgen oder drei Folgen vielleicht auch schon schieben wir die Mission mit José auf. Aber jetzt sind wir gerade sowieso wieder im Camp. Es bietet sich einfach so sehr an wie noch nie zuvor. José sitzt da. Genau. Und dann wollen wir mal gucken, was er zu sagen hat. José, you want to go hunting? Ja, auf jeden. An elephant? I wish. No, I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. Bären jagen. I reckon nearly 1,000 pounds. Das ist schwer. 500 Kilo für alle, die nicht wissen, wie viel Pfund sind. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. Mitten in der Nacht? Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. Mitten so in der Nacht. Ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me. Was out riding, so I. Lappen. You know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sort of. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Ich finde mein Horse, mein Pferd wirklich nicht schlecht, um ehrlich zu sein. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. I guess you're right. Yeah, you're a strong one, boy. Ja, ja, hab ich verstanden. Oha. Falscher Knopf gedrückt. Okay, dann nehmen wir meinem Pferd jetzt den Sattel ab und legen den dem neuen Pferd hier auf, dem großen, dicken, schwarzen, das eigentlich mega cool ist. Ich dachte auch eigentlich bis gerade, das wäre das von Dutch. Aber gut, dann verkaufen wir es einfach. Boah, ist der groß. Guter Anfang. Gute Idee. Ja, es ist definitiv eine gute Idee. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy. Threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. I miss those boys. Jenny too. She had some spot, that girl. Ja, Jenny's leider in Blackwater hops gegangen. Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny und Jenny? Lenny and Jenny could never have worked. Von den Namen her schon. Arthur and Martha, or okay, Bill and genau Phil. Darum geht's. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You find a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. So ist das. Have a couple of leads I'm looking into. Moin. Ja, ist doch gut, wir sind doch gleich da. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's all right. All right, boy. Easy, okay. Fine morning, partner. Fine morning. Just up ahead. Yes, I can see. Dann bringen wir mal das Pony in den Stall. Go sell that big brute. Yes, sir. Buy yourself a horse. Okay. Ich glaube nicht, dass ich mir ein Pferd leisten kann. Ich habe mein ganzes Geld ans Camp gespendet. Wie ein Ehrenmann. Naja, wie auch immer. Hey. Hey. How can I help you? Ich würde gerne mir ein Pferd verkaufen. I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Das sagen sie alle. Das sagen sie immer. Yeah. Yeah, what about this one here? Yeah, you looking to sell? I show you. What is this? Papers? Wert?
No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. Ja, klar. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Ja, wir gucken uns mal die Pferde an. Sehr sympathischer Pferdeverkäufer, Mann. So, das ist das Pferd, was wir jetzt gerade da haben, ne? Gut. Ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das verkaufen möchte. Ich würde mir gerne erst die anderen angucken. 65 Dollar. Ich kann auch einfach eins klauen. Für 65 Dollar. Warte mal. Ja, doch. Für 65 Dollar. Tschüss. Mach's gut. War schön, dich gekannt zu haben. Wir wollen auf jeden Fall ein großes Pferd haben, ne? Das ist mir wichtig. Aber die sehen alle aus wie Scheiße. Und hier so ein kleines Pony. Auch wenn das Morgen heißt. Nope. Nope, 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 nope. Ich will kein neues Pferd kaufen. Oh, jetzt muss ich ein neues Pferd kaufen? Okay, dann kaufe ich dieses Dreckspferd. Freunde, spätestens jetzt hätte ich in den Kommentaren einen Namen gebraucht. Dementsprechend nennen wir es. Wie könnte es anders sein? Fiasko, natürlich. Fiasko. Pferdezubehör und Dienste, tatsächlich kaufen wir da auch was, weil wir Steigbügel, Satteldecken, Schlafdecken, nein. Aussehen, Mähne, Schweif, Pflegeleistung. Pferd umbenennt, kann man immer machen, das ist gut. Ja, du siehst aus wie Scheiße. Ach, ganz ehrlich, ist mir auch egal, wie du aussiehst. Du kommst eh gleich weg, also behalte ich eh nicht lange mehr vor. Yes, sir. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. Das ist mir natürlich viel wert. Dein Wort. Tschüss, Partner, Pferd. Bis von gerade eben noch. Jetzt nicht mehr, weil ich dich verkauft habe. Jetzt hätte ich eine absolut kalte Seele. And on me. A new grooming brush. Aha. Some treats. Appreciate it. All right, you treat this fellow well. I know he's gonna look after you just fine. Warum sehen deine Pferde aus wie Scheiße? Habt ihr gerade gesehen, wie das gerade von einem coolen Pferd zu einem absoluten Scheißpferd gegangen ist? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. Ja, ich würde gerne noch zum Gunsmith gehen, wenn das in Ordnung ist. Ich habe gerade 65 Dollar bekommen. Ich würde gerne mir eine dicke Gun... Ach, das ist ein Schleifen. Ja, ich bin ja schon dabei. Easy. Ja gut, dann machen wir die Mission mit diesem kleinen Mini-Pferd einfach. Zirkuspferd. Was ist das Lake, wir heading for? It's called O'Cray's Run. Up in the mountains, east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. I sure didn't figure. Wieder zurück in den Schnee, Freunde. Im Schnee spiele ich tatsächlich sehr gerne. Finde ich sehr schön, den Schnee in Red Dead Redemption. Haben die sehr schön gemacht. So, how are things with you and John? Fine. Was soll sein mit mir und John? Time you let it go now? It was a year, Jose. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. Ich habe das Gefühl, die Männer hier reden auch viel, ob sie es meinen oder nicht. Ja, 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 wo reitest du hin? On that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised. Oh, man kann treten. But it's done. Has been for a while now. Okay. Ich hoffe, es funktioniert, der Kinomodus. Nobody else would have been welcome back that easy after that long. Doch, du. Arthur, du schon. José auch. Aber irgendwas das scheint er auch zu sehen bei John Marston. Scheint ein besonderer Typ zu sein, als hätte er schon mal ein eigenes Spiel bekommen. Im ersten Teil oder so, keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie so an, als wenn das so hätte sein können. Okay, wir machen gerade einen langen Ritt anscheinend, hä? Okay, I think we need to head right up here. Dann nix wie ab dafür. Rein in den Snow. Wie nehmen wir denn gleich auf meinem Pisspony einen 500 Kilo schweren Grizzlybären mit? Mhm. I don't. Nice. Der richtige Weg ist immer der richtige Weg. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. Nach Sean? Wer ist Sean? I should really be heading back over the Great Plains, see about Sean. It's bounty hunters who've got him.
So Trelawney says. Javier and Charles have gone with him to scope it out. Pretty dangerous going anywhere near Blackwater. Yep. Right, but if he's alive, we gotta try. Of course. Sind ja doch irgendwie auch Ehrenmänner meistens, ne? Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. What the hell, Arthur? Nein. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun, if I remember right. Wie bitte, Jose? Wo bist du überhaupt, Jose? Ach, du bist da vorne, okay. Ja, die kann ich auch vom Pferd aus jagen, die scheiß Kanickel. Die reiten ja nicht weg, haben wir gleich direkt einen schönen, guten Abendsnack. For tonight. Na, hier sind sie gerade zumindest reingerannt, die ganzen Hasen allerdings. Vermutlich hier runtergerannt. Jetzt sieht man hier unten auch nochmal andere, kann natürlich auch sein. Ich hab da was gesehen. Wir gehen mal runter. Batz. Ganz schön viele Hasen hier. Hat einen Moment gedauert, aber wir haben gefangen. Oh, meine Ausdauer ist am Arsch. Erstmal ein paar Süßigkeiten snacken, die helfen immer bei der Ausdauer. Das gilt auch allgemein für richtige Leute. Wenn man mal richtig außer Atem ist, man kann nicht mehr, sich dann Snickers reinfährt, viel besser. Dann geht es einem viel besser. Auf Charmant wieder absolut den Hasen auseinandergerippt. Gut, das war, glaube ich, alles, was ich machen sollte. Das ist richtig, Jose. Bist du zufrieden? Haben wir jetzt was zu essen? Weil anscheinend müssen wir ein Lager aufschlagen, bevor wir uns dann morgen mit dem Bären auseinandersetzen dürfen können werden. Okay, girl. All right. Getting late. Reckon we should camp here. Sure. Ach so, okay. Gut. Well, then you get a set up. Ja, mach ich. Zack. Schmeiß mal ein Lager auf den Boden, hä? Kurze eins aus der Dose. Batz auf den Boden geschmissen, Lager da. Ganz easy. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Okay, wir natürlich auch. Das kann natürlich auch brutzeln, nicht? Sag ich immer. Brutzeln ist immer eine Option. Kleinwildfleisch, guck mal. Als wäre das so gedacht. Und dann wird der Lachs gekocht. Köstlich. Wir hauen uns direkt rein. No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Wir sagten sowas, ich esse so, so spät abends nicht mehr, das macht ja gar keinen Sinn. Na gut, behalten wir natürlich die wir haben noch mehr Fleisch, das wir kochen können. Wie viel haben wir denn geholt? Wie viel Kanickelfleisch war denn an diesem einen kleinen Kaninchen dran? Nicht, dass ich mich beschwere, ich nehme es natürlich gerne mit. Ja, doch, Kerne sehen gut aus. Packen wir auch weg. Nochmal kochen, oh Gott, wie viel haben wir denn, sag mal? Und drei. Und noch ein? Okay. Ich beschwere mich nicht, um echt zu sein, weil dann habe ich das nächste Mal, wenn ich Hunger habe, habe ich direkt richtig schönes Hasenfleisch. Ne? Das ist natürlich köstlich. Natürlich eine Feinheit. So, jetzt reicht's aber. Ja. Nee, lagern, feiert das. Das war's. Jetzt machen wir jetzt Essen, kochen wir nicht noch mehr. José, hast kalte Hände? Was ist los? Ich soll noch mehr... Nee, oh Gott. Was soll ich denn noch alles machen? Vorräte, Arznei, Munition. Ich kann nichts machen. Nee, Entschuldigung. Ich kann gar nichts machen. Steh auf, Arthur. Alright. Ja. Well, we better get some rest. Ich höre Schritte. Sind das die Pferde? Ja, bestimmt. Easy. Gute Nacht, Jose. Wir sehen uns morgen. Wir machen kleine Schläfchen, Freunde. 7 Stunden.
entweichen wir jetzt in die Nacht, damit wir morgen früh frisch gestärkt, vor allem mit ein bisschen Hasenfleisch von gestern Abend noch im Bauch drinne, auf die Jagd nach einem riesigen, gigantischen Bären gehen können, der uns allen im Camp viel helfen wird. Oh, es gibt Kaffee. Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him. Heftige Gangster einfach. We might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. Ich höre den Bären schon. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, ja. Berries. I'll tie it up in that rag when you're done. Ich höre den Bären schon hier. I grew up in starker Raubtierköder. Mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Gut, das war schnell. Das haben wir schnell fertig bekommen. Lager abbrechen, aufstehen, losreiten. Jetzt holen wir uns einen Bären, Freunde. Seid ihr bereit? Den größten Bären, den ihr jemals gesehen habt. Nicht nur zu sehen, nicht nur zu riechen, zu erahnen, zu hören, sondern auch zu töten, erschießen, umlegen, häuten, essen. Und dann aus dem Fell machen wir uns ein schönes, schöne Winterbettwäsche. Boah, nee, ziemliches Trash-Pferd, um echt zu sein. I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Oh. Did you two ever think about getting out of the life? No, we did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Ich bin dabei, Bruder. Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Ich weiß gar nicht, wo Hasser sich so rumtreibt, dass er weiß, dass hier ein Bär lebt. Aber hey, jeder wie er möchte. Na, das sehe ich doch direkt was. Am Stein. Ja, ja, ich doch schon längst entdeckt, Freunde. Da ist auch Fährte. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? Ich sehe den Pfotenabdruck nicht so richtig, aber gut. Der Pferde folgen. The tracks go into those trees. Ich kann den Bruder auch schon hören, würde ich behaupten. Das ist der nächste Hinweis, ein bisschen scheiße. Wait a minute. Nee, ein Fisch. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Er hat zugeschlagen. Must have been left by our friend, I reckon. Ja, come wahrscheinlich. On, see if there's anything else. Der Spur folgen. Und nichts wie hinterher. Wo ist der nächste? Ein Hindu. Ach, direkt vor uns. Ein dicker Haufen Kacke. Richtig geile Bärenkacke, Freunde. Yes, I guess so too. Ich hab. Bruder. Nee. Ey, ich muss erst zu meinem Pferd. Ich hab meinen Bogen nicht dabei. Ich hab gar nichts dabei. Oh, there. Ich muss erst zu meinem Pferd zurück. Oh Gott. Pferd, kannst du zu mir kommen? Können wir uns auf der Hälfte des Weges treffen? Da bist du. Du bist ein Ehrenpferd. Nein, ich muss doch nur meinen Bogen holen. Oh mein Gott, Bro. Ich muss doch nur meinen Bogen holen. Warum machst du so Auge?
Finde ich jetzt nicht cool. Look for tracks, dung, bones. Ja, ja, erstmal nehmen wir Sachen mit. Wahrscheinlich können wir den direkt wegledern. Das ist wahrscheinlich wenig Sinn und Zweck, den Kumpel mit einem Bogen zu rippen. So. Ja, pack die Waffe weg, Arthur. So. Das sind aber kleine Bärentatzen. Naja. Das sind kleine Bärentatzen, würde ich behaupten, um echt zu sein. Aber gut. Hier runter. Ich habe das Gefühl, hier vorne liegt gleich ein Fisch. Oh Gott, wo war er nochmal? Hier? Vorbei, ne? Da liegt er. Ja, weitermachen. So, jetzt liegt hier irgendwo gleich ein bisschen Kacke. Was natürlich auch schön ist. Da liegt die Kacke. Oh, Bärenshit. Looks real fresh. Yes. Let's keep going. I hope he's gonna be close. I hope he is close, at least. So, weiter folgen. Damn it. Looks like trail ends here. Aha. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Ich höre dich doch die ganze Zeit. Der kann doch. Ich, what do you think? Können wir dich nach Gehör jagen? We split up in each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? Arthur? Come on, before. Wir teilen uns auf. Let's split up. Okay. I'll head this way. You head down that track. Yes, sir. No fucking worries. Suche auf dem Hügel nach einer Fährte des Bären. Ja, der Hügel. Ist das hier der Hügel? Ach da, der Hügel. Da ist wieder was, da haben wir was gefunden, wieder was entdeckt. Was haben wir hier? Noch mehr tote Fische. Das heißt wahrscheinlich, dass er hier tatsächlich lebt. Ja, wie auch immer. Ist gut, hast du jetzt genug angeguckt? Willst du was sagen dazu? Nee. Hat er gerade schon geschossen? Oh Gott. Repetierkarabiner laden. Dabei, dabei, dabei. Shoot that thing, please. Easy. Oh, der sieht aber böse aus. Richtiger Madman-Tibär. Wo ist der Bär hin? Arthur! You're fine, old man. Of course I'm fine. Puh. It's nothing. Nothing at all. Du bist ein bisschen alt vielleicht, ne? Thank you. I think. That was fun. Wo ist der Bär denn jetzt hin? You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. Ah, no shit. In a bar. Gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Okay. Thank you. It's a pleasure. Große Tiere jagen ist, glaube ich, eine Sache, die wir gut machen können in dem Spiel hier. Glaube ich, macht fun. Going back to camp to same. Lick my wounds. You coming or you gonna track that monster? Well, ach so. Nee. Dann bleiben wir. Wir kommen nicht ohne Bär nach Hause. Fucking auf jeden. Der hat drei Kugeln gefressen. Ganz gut kannst du ihm nicht mehr gehen. Mach's gut, José. Boah, dicke Klöten, das Pferd. Was? Ein bisschen. Ich dachte, wir sammeln Dämonen ein, aber gut, wir sammeln was anderes ein. Wieso ist das jetzt so schlecht abgeschossen? Nachdem. Nee, falsch. Schieße mindestens 6 Mal auf den Bären, schließe die Mission innerhalb von 12 Minuten ab. Ja, gut, diese Zeitfenster sind ja auch immer kompletter Trash, ne? So, wir gucken mal hier vorne. Ist das denn auch irgendwas vom Bären, oder was? Ist aber auch ein Zweige. Mhm. Aber der ist doch jetzt nicht umgedreht, oder nicht? Ist der uns nicht entgegengekommen? Naja, wir verfolgen ihn trotzdem einfach mal weiter. Hä? War hier nicht die gleiche Markierung?
Ups, ausgerutscht. Lul. Ja klar, da ist doch was markiert. Was ist denn das? Nochmal Bärenkacke. Boah, Alter, also Bärenkacken echt widerlich. Must be close. Ja, sieht super scheiße aus, die Kacke. Wo geht die Spur denn hin? Da runter, da hoch mal nicht. Stay back! Zerfleischt von einem Bären, Freunde. Wir werden zerfleischt von einem Bären. Stech zu, stech zu, stech zu, stech zu. Stech zu, stech zu. Lass dir irgendwas einfallen, Alpha. Absolut hops genommen werden wir gerade. Absolut. Oh, oh. Wie The Revenant, wie Leonardo DiCaprio. Das war's, Bruder. Mein Gott. Also ein Stück weit auch sorry, Kumpel, ne? Aber ich hätte dir auch einfach einen Clean Shot geben können. Der Fell sieht so kacke aus, da kannst du ja nichts mit anfangen. Also der Bär hatte einiges gesehen schon. Der hat schon einiges durchgemacht. Absolut Schmutz, der Bär. Kleiner Schmutzbär. Okay, ich hole mir schon mal meinen Pony ran. Gucken, ob Fiasco überhaupt so viel tragen kann. Boah. Fell wahrscheinlich schlecht, schätze ich mal. Fell eines... Oh, das war ein legendärer Bär. Ordentlich Loot hat er gegeben. Legendärer Bär. Bruder, der ist aber auch absolut hops genommen eigentlich. Bisschen Glück gehabt. So, mein Freund, ich weiß nicht, ob du sowas tragen kannst. Aber du bist auch so, bist noch kleiner als der Bär, ne? Oh Gott. Ja, das sieht nicht aus, als wäre es einfach mehr zu tragen für dich. Aber hey. Boah, guck dir diese Wunde auf meinem Rücken an. Okay, Freunde. Oh Gott. Wir machen es noch ein bisschen theatralischer. Neben dem toten Bären stehend, mit einem komplett zerfleischten Rücken und Blut überall auf unserem Mantel, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Bis morgen 10.30 Uhr auf diesem YouTube-Kanal. Danke. Kuss.